da liegt sie, die Insel der Götter. Schön wie immer, ruhig wie nie. Bali ist in diesen Zeiten so wie im Traum, eine Idylle, ein Paradies. Keine Touristen, kein Lärm, keine Party. Solche Bilder liefert die Insel sonst seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber sonst herrscht ja auch kein Corona. Hoch, quer, Hauptsache Ujang ist immer vorne. Die Gesetze der sozialen Medien erfordern nun mal Selfies, auch wenn es eigentlich auf die Kulisse ankommt. Ab ins Internet, damit alle wissen, wie es Ujang auf Bali gefällt. Bali ist zurzeit wirklich eine traurige Insel, eine leere Insel. Wegen Corona sind nur ganz wenige indonesische Touristen da und praktisch keine Ausländer. Die Regierung hat uns als Influencer eingeladen. Unsere Fotos und Berichte sollen die Menschen motivieren, damit sie Bali baldmöglichst wieder besuchen. Denn Bali braucht die Touristen mehr denn je. Dafür also legen sie sich ins Zeug. Für die Botschaft, wir lieben Bali. Eine Gruppenreise von Influencern, Bloggern, Social-Media-Akteuren. Die Tourismusbehörde zahlt, sie fotografieren, schreiben, posten. Machen Werbung für sich und für die Insel. Ich bin Autorin und Bloggerin. Ich füttere meine Social-Media-Kanäle mit den interessantesten Geschichten und Tipps. Meine Freunde und Follower können dann alles nachverfolgen und am besten nachmachen. Auf Bali. Das ist die Idee, Marketing und Motivation für die Rückkehr der Massen. Indonesien hat seine Grenzen wegen Corona praktisch dicht gemacht. Nun fiebern sie dem Tag entgegen, an dem die ausländischen Urlauber zurückkehren. Was da also jetzt so durchs Netz flimmert, wird dem Tourorganisator Dodi gefallen. Schon unterwegs schwört er die Gruppe ein. Wir müssen den Tourismus dringend wieder in Schwung bringen. Wir müssen also unsere Botschaft in die Welt schicken, dass wir bereit sind. Hygiene, Abstand, Fiebermessen, das ist alles vorbereitet. Alle sollen wissen, dass sie mit den neuen Vorschriften hier sicher sind und dass Bali sie willkommen heißt. Willkommen zurück. Denn derzeit ist Bali im Tiefschlaf. Das Straßenbild ist gezeichnet vom Scheitern. Kuta ist sonst Trubel pur. Manche nennen es den Ballermann für Australier. Aber Australier kommen nicht mehr, keiner kommt mehr. Rund 6 Millionen Touristen fehlen in diesem Jahr. Hotels sind geschlossen, Geschäfte zu, Kneipen dicht. Rezession herrscht im ganzen Land, aber keine Region Indonesiens leidet stärker als Bali. Murni wirkt mit ihrem Moped heute ganz verloren auf Straßen, die sonst unter dichtem Verkehr ächzen. Die Fahrt geht nach Ubud, noch so ein Touristen-Hotspot. Hier hatte Murni einen Job im Schönheitssalon. Der Laden ist zu, der Job ist weg. Was Murni bleibt, ist die Hoffnung. Die Chefin hat gesagt, dass sie schnell wieder öffnen möchte, wenn die Touristen zurückkommen. Sie will dann auch die Angestellten wieder anrufen. Aber für alle wird es vielleicht nicht reichen. Jeder kann dann vielleicht nur ein paar Tage arbeiten. Wir müssen abwarten. Abwarten aber macht nicht satt. Immerhin, die Familie hat ein Feld, dessen Ertrag sich Murnis Mann aber mit seinen 3 Brüdern teilen muss. Ein Feld also für 4 Familien. Und der Reis wächst leider deutlich langsamer als die Sorgen. Denn je länger die Krise dauert, desto mehr Probleme tauchen auf. Desto belastender wird die Frage, wie es weitergehen soll. Die Schule unserer Kinder ist zu wegen Corona. Für den Online-Unterricht müssten wir ein Mobiltelefon kaufen und immer neue Datenpakete fürs Internet. Das Geld haben wir aber nicht. Meine Frau kann nichts mehr dazu verdienen und ich finde auch keine Arbeit. Und das geht hier allen so. Durchhalten, bis es wieder aufwärts geht. Die Familie lebt von der Hand in den Mund. Und wie so viele andere mit der Hoffnung, dass die Touristen wiederkommen und mit ihnen die Jobs, das Geld. Dafür werben auch die Influencer. Doch Corona macht den Strich durch die Rechnung.
Allen Bemühungen zum Trotz erlaubt die Regierung die Einreise der Ausländer nicht. Bali muss weiter auf den Neustart warten und setzt dabei auf die Kraft der sozialen Medien. Facebook, Instagram, YouTube, alles für Bali, zumindest für inländische Touristen. Der Influencer Ujang glaubt, das ist der Weg aus der Krise für die Insel und für ihn selbst. Ich bin ja selbst ein Opfer der Corona-Krise. Ich war Koch. Vor ein paar Monaten musste mein Boss mich entlassen, weil keine Gäste mehr ins Restaurant kamen. Auf Bali hängt alles am Tourismus. Was sollst du machen, wenn du Souvenirs verkaufst und keine Urlauber kommen? Wer soll die Souvenirs dann kaufen? Wovon kannst du dann leben? Es sind schwere Zeiten für die Insel der Götter ohne Touristen. Die Sehnsucht wächst und Bali gibt sich bereit, aber es nützt nichts. Derzeit führt kein Weg ins Paradies.